Ich habe noch einen kleinen Bonustext. Wir hatten am 26.11. einen Livestream Poetry Slam aus dem Cube 600 und einen Poetry Slam gemacht zum 75. Jahrestag der Nürnberger Prozesse auf Einladung des Memorium Nürnberger Prozesse. Und ich habe da einen Text, der perfekt zu diesem Anlass passt und auch da gepasst hätte. Ich fand aber, er ist zu ernst, um so einen Abend zu eröffnen, und deswegen gibt es ihn heute und auch dauerhaft als Bonusclip. Wie gesagt, er ist sehr ernst, zeichnet sehr düstere Bilder zwischendurch und hat leider auch keinen versöhnlichen Ausgang. Er trägt den Titel Nie mehr wieder. 1. Unaufhaltsam rattern meine Räder über die Schienenstöße der Gleise hinweg. Das Ziel habe ich nicht gewählt. Ich fahre nur. Ich werde gesteuert von anderen. In mir drin weinende Männer, kreischende Frauen, plärrende Kinder, Juden, allesamt Juden. Der Krawall ist ohrenbetäubend. Ich würde ihnen gerne Trost spenden, Hoffnung, Zuversicht, ihren müden, gequälten Gesichtern ein Lächeln abbringen. Doch das kann ich nicht. Ich bin nur ein Zug, eine Maschine. Ich funktioniere nur in diesem System. Selbst wenn ich könnte, was sollte ich ihnen sagen? Hey, alles wird gut. Hört auf zu schreien. Hört auf, euch einzunässen. Bei der nächsten Weiche biege ich ab in eine andere, bessere Zukunft. Ich würde gerne. Doch kann ich weder meinen Mund aufmachen, noch kann ich anders abbiegen, als die Weiche mir vorgibt. Das Schicksal dieser Menschen, die nach Angst, Schweiß und Urin riechen, ist vorgezeichnet. Ich werde den Gestank nie wieder aus meinen Waggons bekommen. Ich werde mich nie wieder reinwaschen können. Es wird für immer als Schatten meiner Vergangenheit an mir haften. 2. Bald kommt der nächste Zug. Ich spüre die Anspannung der Wärter. Befehle werden geschrien, Stiefel stapfen auf mich zu, wirbeln Staub auf. Bald werde ich aufgesperrt, um den nächsten Schwung Insassen aufzunehmen. Fast täglich kommen sie jetzt, fast täglich. Dabei ist das Lager längst hoffnungslos überfüllt. Manche werden sich auch heute wieder an mir festhalten und von den Patrouillen wieder weggezerrt, weggestiefelt oder mit dem Gewehrschaft weggeprügelt. Keiner wird entkommen. Und dann werde ich wieder zugesperrt, damit auch dann keiner mehr entkommen kann. Hier ist Endstation. Jedem das Seine ist auf mir zu lesen, geschmiedet aus Stahl, wie der Rest von mir. Zynismus pur, wenn man weiß, was den Armseligen hier blüht. Arbeit, Folter, Hunger, Durst, Schmerz und am Ende ein qualvoller Tod. Wie gerne würde ich die geschmiedeten Buchstaben in ein herzlich willkommen umformen. Wie gerne würde ich den geplagten Ankömmlingen zurufen, hereinspaziert, alles wird gut. Ihr könnt jederzeit gehen, wenn euch danach ist. Ich stehe euch offen. Gerne werde ich die Tür in eine andere, bessere Zukunft, die Schwelle zum Paradies, statt zu einer Hölle, aus der es kein Entrinnen gibt. Doch ich bin nur ein eisernes Tor. Ich wurde geschmiedet als Teil eines Plans anderer. Ich werde nur benutzt. Ich funktioniere nur als der letzte Wachposten dieses Gefängnisses. Meine Scharniere gehorchen mir nicht, sondern ich gehorche anderen. Jedem das Seine. Nie mehr wieder werde ich diese Schuld los. 3. Ich will das nicht tun. Es ist abscheulich, es ist widerlich, es ist so verwerflich und menschenverachtend. Welches kranke, gestörte Gehirn, welche boshafte, kalte Seele konnte sich so etwas Perfides ausdenken? Ein Duschkopf, aus dem statt Wasser Gas strömt. Was schäme ich mich meiner selbst? Und doch kann ich nichts dagegen tun. Ich gehorche nur. Was in mich hineingeleitet wird, leite ich wieder heraus. Auch wenn ich es nicht will. Seit die Züge öfter kommen, und das kommen sie seit einigen Tagen, seit das eiserne Tor fast täglich seine Pforten öffnet, bin ich auch im Dauereinsatz. Die nächste Gruppe Unglückseliger wird hereingetrieben wie eine Herde Vieh. Zynistisch wie sie sind, haben sie ihnen Handtücher und Seife mitgegeben. Nackt, schmutzig, alt, schwach oder krank sind die Elenden. Die Gesunden brauchen sie zum Arbeiten, zum Leichentragen, zum Gräberschaufeln. Man hat ihnen alles gestohlen, ihr Heim, ihr Vermögen, ihre letzten Habseligkeiten und zu guter Letzt ihre Würde. Alles an ihnen wird verwertet. Jedes Kleidungsstück wird sortiert, jede Brille, jeder Schmuck, alles hat seinen Wert, nur ihr Leben nicht. Und wenn sie dieses ausgehaucht haben,
werden ihnen auch noch die Goldzähne herausgebrochen. Zusammengepfercht stehen sie nun unter mir. Ich will das nicht. So gerne würde ich ihnen zurufen, hey, alles wird gut. Ich dusche euch mit warmem Wasser ab. Danach sieht die Welt besser aus und ihr könnt nach draußen in eine andere, bessere Zukunft. Doch dann strömt das Gas aus meinen Öffnungen. Die Tortur beginnt. Kreischende Schreie, als sie es bemerken. Panisches Fausttrommeln an den Türen, die von außen verriegelt sind. Die nackten Leiber laufen wild durcheinander. Die Schwächsten werden zertrampelt. Blut, überall Blut, und irgendwann fällt der letzte Körper mit einem lauten Klatschen auf die kalten, harten Fliesen. Ganz leise zischt es noch, das Gas. Dann irgendwann nicht mehr. Grausige Totenstille. Bevor die Leichen herausgetragen und zu Bergen aufgehäuft werden. Nie mehr wieder werde ich die Geister dieser Bilder los. Nie mehr wieder werde ich vergessen können, dass ich Teil dieser Gräueltaten war. 4. Wir haben ja von nichts gewusst. Wir konnten nichts dagegen machen. Wir haben nur Befehlen gehorcht. Dies hörte man häufig nach Ende des Zweiten Weltkrieges. Und doch haben es viele gewusst, zumindest geahnt. Natürlich hätten sie etwas dagegen machen können, aber dürfen wir es den Menschen vorwerfen, die Teil dieses Systems waren? 5. Wir wissen, was tagtäglich im Mittelmeer passiert. Und trotzdem lassen wir die Boote nicht anlegen. Wir wissen, was mit unseren Waffenlieferungen passiert, und trotzdem verkaufen wir sie weiter. Wir wissen, wofür manche Politiker und Gruppierungen in diesem Land stehen und auch in anderen Ländern dieser Welt, und trotzdem schenken wir ihnen unsere Stimmen, unser Vertrauen. Wir wissen, wo die Umweltzerstörung und der damit verbundene Klimawandel hinauslaufen wird. Wir wissen, was mit den Tieren aus Mastanlagen passiert, und kaufen weiterhin billiges Fleisch. Wir wissen, wer die Schuld an der Armut und der Ausbeutung ganzer Regionen trägt, und trotzdem ändern wir nicht unsere Lebensweise. Aber was sollen wir denn machen? Wir würden ja gerne. Genau, wir würden gerne, aber wir werden nicht. Scheinbar haben auch wir keinen freien Willen, erfüllen nur unseren Zweck, gehorchen den Befehlen, als wären wir alle nur kalte Maschinen, leblose Gegenstände, ohne Seele, ohne Herz. Unsere Gedankenräder rattern auf den Schienenstößen der vorgefertigten Meinungsgleise. Wie gerne würden wir abbiegen in eine andere, bessere Zukunft. Aber wir können nicht. Die Weichen sind gestellt. Jedem das Seine ist uns in die DNA geschmiedet. Und der Fluch wird sich erfüllen. Nie mehr wieder, würden wir gerne sagen. Immer wieder, immer wieder, immer wieder lehrt uns die Geschichte. Immer wieder.